Hallo, schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um den Vergleich zwischen dem Enneagrammtypen 2 und dem Enneagrammtypen 9. Und gleich vorweg, ich weiß nicht, ob man das gleich sehen kann, ich hatte einen kleinen Kurkuma-Unfall, meine Finger sind ziemlich gelb, alles in Ordnung. Die beiden werden gar nicht so selten verwechselt, weil, obwohl die 2 ja ein Herztyp ist und die 9 Bauchtyp ist, beide es sehr mögen, in Verbindung mit Menschen zu sein. Beide haben nach außen diese Herzebene, auf der sie mit dir kommunizieren. Sind beide sehr beziehungs- und vor allem sehr menschenorientiert. Zudem sind beide sehr optimistisch. Also sie kämen im ersten Moment nie auf die Idee, dir zu sagen, hey, doofe Idee, sondern sie würden immer mit dir erstmal anfangen zu überlegen, Mensch, klasse Idee, lass uns mal weiterspinnen. Sie möchten beide, dass es anderen gut geht und vor allem, das ist so ein ganz großer Knackpunkt, verlieren sich beide oft selbst, wenn sie im Kontakt mit anderen sind. Was eben bei der 2 eher damit zu tun hat, dass sie gucken möchte, was der andere braucht, und bei der 9 hat es damit zu tun, dass sie eben verschmelzen möchte, dass sie mit dem anderen in Verbindung bleiben möchte und sich darüber halt selbst verliert. Beide haben so ein Ding mit gemocht werden. Wenn die 2er ganz, ganz ehrlich zu sich selbst sind, das ist halt immer die Frage, wie offiziell sie es dann zugeben, wissen sie, und das ist in dem Fall wichtig, wissen sie genau, wenn sie wollten, würden sie jeden Menschen dazu bekommen, dass er sie mag. Es geht nicht darum, dass die 2 das ständig tut. Die 2 achtet schon sehr drauf, von wem sie gemocht wird, ne? Aber wenn sie wollte, könnte sie jeden Menschen dazu bringen, sie zu mögen. Sie weiß, wie das funktioniert. Es braucht ein bisschen schon einiges an Ehrlichkeit und sie müsste sich sicherlich in manchen Situationen überwinden, aber sie könnte es und sie weiß, dass sie es könnte, wenn es darauf ankäme. Die 9 kann mit der Frage in der Regel nicht so viel anfangen. Bei der 9 ist... Also bei der 2 als Image-Typ ist dieses Gemochtwerden so sehr im Vordergrund, dass sie auch weiß, es ist dieses manipulative Seite der 2 im negativen Sinne, dass sie sehr weiß, wie sie jemanden dazu bekommt, dass er sie mag. Bei der 9 kommt das sehr auf diese Harmonie an und dieses Verbundenheitsgefühl. Da kommt es nicht wirklich darauf an, den anderen dahin zu bekommen, dass sie gemocht wird, sondern der Fokus ist einfach wirklich auf diesem Harmoniegebilde, was zwischen Menschen passiert. Die 9 hat eine riesen Angst vor Trennung, was zur Folge hat, dass die 2 auch in die Aktion geht, also aktiv in die Aktion geht, um den anderen dahin zu bekommen, dass sie so gut dasteht, dass er sie mag. Die 9 ist eher so ein reaktiver Typ. Also wenn sie merkt, derjenige, der mag mich jetzt nicht so wirklich oder da kommt jetzt irgendein Konflikt auf, dann reagiert sie da drauf. Aber die 9 käme nie auf die Idee, von vornherein zu sagen, ich gucke jetzt, dass der andere mich mag. Sondern es ist also sehr, sehr reaktiv, was die 9 macht. Freundschaften ist auch so ein Thema. Die 2 legt sehr viel Wert auf Freundschaften. Das sind halt wieder diese Beziehungen, die sie unbedingt braucht. Das sind die Orte, wo sie Aufmerksamkeit und Liebe erwartet zu bekommen. Und sie hat so ihre ganz bestimmten Kreise. Und sie beschäftigt sich auch sehr häufig, also ziemlich ständig mit den einzelnen Freundschaften, mit den einzelnen Kreisen und überlegt, wie geht es denn dem und wo könnte ich da was machen, so und so weiter und so fort. Also sie hat so da schon so ihre Kreise und den Fokus auf ihre Leute und ihre Menschen, wo die 9 eher nicht so diese ganzen verschiedenen Kreise hat und der Fokus liegt auch hier wieder nicht auf diesem einzelnen Menschen und auf dieser einzelnen Beziehung und wie sie in diesen einzelnen Beziehungen quasi so im Gespräch bleiben kann und anwesend bleiben kann. Sondern, also es ist nicht so, dass der 9 die Freundschaften nicht wichtig sind, aber der Fokus ist halt ein ganz anderer drauf. Die Freunde an sich sind nicht so zentral, also die Freunde als Person
sind nicht so wichtig wie bei der 2, sondern da geht es darum, dass man Leute hat, mit denen man zusammen ist. Das sind dann auch oft die gleichen, aber das ergibt sich irgendwie so mehr. Und die 9 hat da nicht so diesen Kümmerer in sich drin, der ständig so ein Radar hat. Naja, da muss ich nochmal nachfragen, wie es dem geht, denn da habe ich ja schon länger nichts mehr gehört. Also sie hat nicht so dieses aktive Aufrechterhalten von Freundschaften oder Beziehungen. Wenn es darum geht, jemandem anderen etwas zu schenken. Die 2 weiß instinktiv, was andere brauchen. Und die 2 weiß auch, dass sie das kann, dieses instinktive Wissen, was der andere braucht. Also die, wo die 9 dann eher hergeht, wenn es um Geschenke geht, wenn es ein Geschenk sein soll, was dem anderen richtig Freude bereiten soll, im Zweifel fragt sie halt nach. Du sag mal, was brauchst du denn, um wirklich das zu besorgen, was dem anderen gefallen könnte? Sie hat da nicht so dieses Gespür, beziehungsweise selbst wenn sie es hat oder hätte, wäre sie sich nicht bewusst, dass sie dieses Gespür eigentlich haben könnte oder eigentlich hat. Verstehst du so ein bisschen so den Dreh? Also bei der 9 ist einfach dieser Fokus nicht so da drauf. Im Allgemeinen ist es so, dass die 2er ja instinktiv wissen, was der andere braucht. Die 9er, es ist wieder das Gleiche wie bei den Geschenken. Die 9er, und sie passen sich dann eher so an. Also sie wissen nicht, was der andere braucht, aber wenn der Haussegen anfängt, schief zu hängen, dann legt sie alles darauf an, diesen Haussegen wieder gerade zu rücken und wieder Frieden, Harmonie und Verbundenheit herzustellen. Das sind wir auch schon wieder bei dieser in die Aktion gehen und in die Reaktion gehen. Wenn die 2 oder die 9 dir etwas anbieten und du willst es nicht sofort haben, also bist nicht sofort davon überzeugt, die 2 ist aber absolut davon überzeugt, dass das, was sie dir jetzt gerade vorstellt, das Beste für dich ist, kann die 2 wirklich auch aufdringlich werden. Also wenn sie so überzeugt ist davon, dass du das und das machen musst, damit es dir besser geht, dann würde sie dir das immer wieder aufs Butterbrot schmieren. Wird in der 2 teilweise in diese Richtung gehen, nicht zu sagen, hey, wenn sie merkt, sie kommt auf die direkte Art nicht weiter, dann wird sie es dir nicht so direkt vielleicht aufs Butterbrot spielen, sondern so hintenrum. Wir haben es in einem anderen Video mal gehabt, so, ne, wenn sie eigentlich zum Italiener gehen möchte oder so, dann wird sie dich hinterher dazu kriegen, dass du dahin willst und dass sie dir den Gefallen tut, dahin zu gehen. Und so ähnlich wird die 2 dann auch versuchen, dir etwas zu verkaufen, wenn es im ersten Versuch nicht so klappt. Die 9 käme nicht auf die Idee, aufdringlich zu werden. Alles, was in dieser Form, wie die 2 das macht, aufdringlich wäre, wäre schon viel zu sehr konfliktbeladen. Dann müsste sie versuchen, dir was aufzudrängen, was du nicht willst. Und dann würde sie ja quasi dafür sorgen, dass ihr 2 aus der Harmonie rausspringt. Also lässt sie das einfach lieber. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat's gefallen und du konntest den Unterschied so ein bisschen greifen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich riesig über ein Like. Wenn du noch mehr mitbekommen möchtest über Burn into Life und das Enneagramm, abonniere auch total gerne meinen Kanal. Da kommt immer noch mehr demnächst. Ich freue mich dann, dich im nächsten Video oder vielleicht auch mal live und in Farbe zu sehen. Bis ganz bald. Deine Kirstin.